Ja, hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Das Come Licht. Was? Achso, Heinrich. Deliverance. Heinrich. Hier. Ah, Tweedledum und Tweedledei. Ich dachte, ihr Vollpfosten wäre Hey. tot. Schön, dich zu sehen. Matthäus. Fritz. Ihr lebt. Was hast denn du gedacht? So leicht wirst du uns nicht los. Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass es euch beiden gut geht. Schon, aber wir kamen gerade so davon. Allerdings, es war schlimm. Fritz rannte wie ein Mädchen. Wirklich? Bockmist. Blöder Witzbold. Erzähl, wie es dir so ergangen ist. Mich haben sie auch ordentlich erwischt. Erst in Rathai habe ich aufgehört, Sterne zu sehen. Du hast auch schon bessere Tage gesehen, was? Zurzeit bin ich an Ratzigs Knappe. Ah, du hast dich nach oben gearbeitet. Ah. Und wie geht es euch beiden? Beschissen. Du sagst es. Wir sind immer noch zerfahren und schulden dem Kloster ein Vermögen. Und Arbeit gibt's auch keiner. Nur Drecksarbeit für Leute mit einem Grips von einem Besenstiel. Ah, gut. Sucht in Sasau niemand nach guten Zimmermännern? Niemand. Dabei suchen wir überall. Hey, dir kam nicht zufällig was zu Ohren. Das wäre jetzt gerade wirklich ein Segen. Ich höre mich um, aber versprechen kann ich nichts. Danke, Heinrich. Wir werden uns erkenntlich zeigen, versprochen. Die wollen sogar arbeiten. Das finde ich jetzt aber nie. Wo könnte ich Arbeit für euch finden? Überall, wo mit Holz hantiert wird. Schließlich haben wir als Zimmerer in der Mine gearbeitet. Aber den Gebäudebau kannst du vergessen. Nach Skalitz wird keiner so schnell etwas bauen. Außer in Sasau, aber da wollen sie uns nicht. Die besten Chancen hätten wir bei einer Mühle. Essen müssen die Leute immer. Am liebsten wäre es uns, wenn die Arbeit gut bezahlt, aber nicht anstrengend ist. Wer außer uns hat noch überlebt? Johanka ist im Kloster untergekommen. Das Mädel hat uns sehr geholfen. Mehr wissen wir nicht. Als wir geflohen sind, haben wir Theresa geholfen, aber wer weiß, wo sie jetzt steckt. Wir wurden getrennt. Ich schulde Theresa mein Leben. Sie brachte mich zur Mühle nach Rathai, als ich bewusstlos war, und pflegte mich gesund. Freut mich, dass sie lebt. Da du sie so gut kennst, könntest du sie ja fragen, ob sie weiß, wo es Arbeit gibt. Ja, aber von euch zwei will ich hier eigentlich nichts ausrichten, ganz ehrlich. So, da ist ein Aktivitätengeber da drüben. Dann gehen wir mal dahin. Yep. Hallo. Aktivitätengeberli, ja, ich renne richtig. Wer von euch ist es? Glück und Gesundheit. Ja, dir auch. Willst du was von mir? Oh ja. Du siehst mir wie einer aus, der schon so einiges erlebt hat und nichts gegen Arbeit einzuwenden hat, die nicht ganz ehrlich ist. Worum geht's? Ich brauche einen, der weiß, wie man Taschen leert. Gibt natürlich eine Belohnung. Nee, Taschen leeren ist nicht so Das meins. ist nichts für mich. Leb wohl. Ach komm. Was wolltest du nochmal von mir? Es gibt da so einen Bauern im Handwerkerhof. Er beliefert das Kloster mit Gemüse und verdient damit ein Vermögen. Hab eine Weile für ihn gearbeitet, aber dann hat er mich rausgeworfen, ohne zu bezahlen. Ich möchte, dass du das Geld stiehlst, das er mir schuldet, und auch einen Beutel mit einem Amulett vom Kräuterweib. Der ist so abergläubisch wie eine alte Vettel und wird durchdrehen, wenn es weg ist. Klingt ziemlich einfach. So einfach ist es nicht, sonst würde ich's ja selber machen. Der Scheißkerl traut niemandem und schaut ständig über seine Schulter. Wenn du den Beutel und das Silber klaust, kannst du die Groschen behalten. Okay. Aber da hat es noch einen Questgeber, denn da will ich doch jetzt noch hin. Ich bin ein Scheißtaschendieb. Ja.
Bist du der Bauer? Dorfbewohner. Du bist doch Zimmermann. Wieso hast du nichts für die Jungs? Das ist ja ein bisschen schäbig, ey. Gut. Schnellreiseort entdeckt. Schleifstein entdeckt. Schwein. Was? Johanka! Johanka? Hoffentlich sind die bald weg. Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Im Vergleich zu anderen... Du lebst. Also geht es dir gut. Mhm. Was geht hier vor? Mein Gott. Philipp und... Sie sind alle... Ja. Was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen, so gut es geht, zu helfen, seit Scarlett dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atai. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Hm. Wie geht es den Leuten hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie in Gottes Hand. Bruder Nikodemus versucht es wenigstens, aber hat sich alles nur angelesen. Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Erst muss man die Wunde kühlen. Ringelblume hilft, und es ist besser, die Wunde nicht zu verbinden, damit sie atmen kann. Ah, du weißt wohl, wovon du redest. Scheint, als wüssten Schmiede doch mehr als bloß, wie man Zähne zieht. Zähne ziehen? Ein Klacks. Solange man mit der Zange nicht zu fest zudrückt, ist alles gut. Nun gut. Sieh nach, ob irgendjemand Hilfe braucht. Aber reiß keinem die Zähne aus. Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz. Aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Habt ihr genug zu essen? Zum Überleben reicht es. Aber Genesende brauchen reichhaltige Kost. Und wenn ich Fleisch brächte, vielleicht Wild, das würde sie stärken. Das wäre eine große Hilfe. Brauchst du sonst noch etwas? Sieh dich um. Nun ja, ganz schön viel los. Viel los, sagst du? Ich musste einige der Kranken unter freiem Himmel betten. Sogar nachts. Und hast du gesehen, worauf sie liegen? Ich kann versuchen, bessere Bedingungen mit dem Kloster auszuhandeln. Das habe ich schon versucht. Lautstark. Die nicken bloß und krümmen keinen Finger. Okay. Nun gut. Wie fühlst du dich dabei? Du bist die einzige Frau hier. Alleine in einem Kloster. Manche Mönche reden mit mir. Doch für die anderen bin ich nur Luft. Leider zählt der Kustos zu den Ersteren. Was meinst du damit? Macht er dir Ärger? Andauernd. Angeblich hat er irgendwo eine Ehefrau, aber das hindert ihn nicht daran, dauernd um mich rumzuscharwenzeln. Und, was noch? Na was wohl? Er hat mich natürlich in sein Haus eingeladen. Ich könnte etwas unternehmen, wenn du willst. Nein, mit dem werde ich fertig. Drohgebärden von dir sind das Letzte, was ich brauche. Das hilft mir kein Stück und den Vertriebenen schon gar nicht. Oh je. Warum ist draußen eine Wache? Die ist meinetwegen hier. Deinetwegen?
Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns umspringen. Da bin ich aus der Haut gefahren und habe beinahe einen... Ach, egal. Was kannst du mir über den Kustos erzählen? Eigentlich soll er sich nur um die Wachen und die Sicherheit des Klosters kümmern. Aber in Wahrheit hat er überall das letzte Wort. Auch bei den Vorräten. Deshalb denkt er wohl auch, dass er sich alles erlauben kann. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig. Doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich tue, was in meiner Macht steht. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Okay, das weiß ich jetzt alles. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Ich habe gelernt, Nächstenliebe. Pass etwas besser auf. Er kommt aus eigener Kraft durch. Er braucht nur etwas Schlaf. Hier ist alles gut. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum? Wegen meines Beins muss ich mindestens noch eine Woche hierbleiben. Es tut verdammt weh. Und weil auch noch alle die ganze Nacht rumjammern, finde ich keinen Schlaf. Vielleicht kann ich etwas brauen, womit du Schlaf findest. Dann beeil dich um Himmels Willen. Der kommt aus eigener Kraft durch. Philipp aus Scarlets. Ich sehe keine Wunden, aber er zittert fürchterlich. Was willst du? Du bist nicht aus Scarlets. Nein, aber bitte, hilf mir. Was ich muss hier Teufel? Weg. Hey! Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich leb, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte. Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Wieso kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab eine Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen. Und wo sollen mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Okay, ich glaube, ich muss hier einmal... Er braucht nur etwas Schlaf. Einmal Hans aus Garlitz. Was passiert hier? Du siehst gesund aus. Schon, aber das Bein tut noch weh. Waren das die Kumanen? Das sage ich dem Weibsvolk. Um ehrlich zu sein, habe ich mich selbst verletzt, als ich weggerannt bin. Hm. Wechseln Sie deine Verbände? Manchmal. Die haben mir gesagt, sie hätten nicht genug Verbandszeug. Tja, aber die Verbände müssen gewechselt werden. Ich habe die Verbände für dein Bein. Wunderbar. Hörst du es, Bruder Nikodemus? Ich mache das selbst. Bist du nicht der Sohn eines Schmieds? Das ist lange her. Leider musste ich mir seitdem das eine oder andere über die Heilkunst aneignen. Tja, dann mach mal. Was willst du? Er braucht nur etwas Schlaf. Diese Wunden wurden gründlich versorgt.
sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ist das dein Ernst? Ich muss Johanka fragen. Wer bist du? Du bist Bruder Nikodemus. Komm her, du. Nee, du bist Bruder Elias. Ich werde nicht gebraucht. Johanka. Was fehlt dem Kerl beim Altar? Ich kann keine Verletzung erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen. Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Was ist mit dem Henker aus Rathei? Was? Was ist mit dem Henker aus Rathei? Normalerweise bricht er Knochen, aber vielleicht kann er sie auch wieder zusammensetzen. Der Henker? Selbst wenn du ihn überzeugen kannst, den lassen die doch nie rein. Vielleicht reicht es, wenn er es mir zeigt und dann kann ich... Lass dich nicht aufhalten. Ich jedenfalls habe jetzt genug zu tun. Okay. Dann sehe ich jetzt nach den anderen. Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett. Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken. Unsere Freunde. Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Und das... Och, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Du hast hier schließlich ein ganzes Herbarium. Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Und wo ist er? Er verließ doch Scarlett schon vor Jahren. Und weiß jemand, wohin es ihn verschlagen hat? Wenn du das Gerede über einen wilden Mann im Wald glauben magst, solltest du nach Rovna gehen. Okay. So. Bruder Nikodemus, mit dir will ich reden. Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Wie geht es den Verwundeten aus Scarlets? Manche von ihnen sind gut versorgt. Andere wiederum. Andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert. Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Hier ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig. So wie den Toten und den Versehrten. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt. Ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach. Wir sehen dann, was wir tun können. Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut, sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes. Hab Dank. Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh und manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt.
Ich... mehr kann ich nicht für Sie tun. Wie ist das möglich? Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe. Kannst du denn nichts dagegen tun? Hilft dir keiner? Ich fürchte, nein. Die Brüder im Kloster kümmern sich nicht um die Welt da draußen. Das ist und der Kustos hat mit dem Chaos in der Gegend genug zu tun. Außerdem gilt seine Hauptsorge dem reibungslosen Alltag des Klosters. Was ist mit dem hiesigen Kustos? Seine Leute haben genug Vorräte. Ich habe es bei ihm versucht. Aber er hatte wohl einen Streit mit Johanka und gibt uns nichts. Ich spreche mit ihm. Okay. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Ja, bla bla. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Das siehst nicht nur du so. Ich möchte von dir lernen? Ja. Ich möchte etwas von dir lernen. Was kannst du denn bereits? Ein wenig von allem. Ist das so? Verstehst du denn etwas von Kräutern und Heilpflanzen? Um ehrlich zu sein, leider nicht. Was soll ich dann mit dir anstellen? Nun, macht ja nichts. Vielleicht lernst du etwas Neues. Geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst, und jäte dann das Unkraut in den Kräuterbeeten. Alles verstanden? Ja, ich fange gleich an. Nicht so schnell. Habe ich dir schon gesagt, was Unkraut ist? Dazu gehören Löwenzahn, Brennnesseln und Distel. Auch diese Pflanzen haben ihren Zweck, aber zwischen Augentrost und Minze nichts zu suchen. Und auch nicht anderswo in diesem Garten. Verstehe. Wenn du den Garten von Unkraut befreit hast, komm zurück. Und gnade dir Gott, wenn du etwas anderes als Unkraut entfernst. Keine Sorge, ich habe einen Hang zur Gärtnerei. Okay. Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern? Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank. Ja! Ja! Hast du mich in der Alchemie unterweist? Ja! Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, ich zahle. Komm. Ja, komm. Also, pass gut auf. Ja! Okay. Bringt mir nichts. Was bist du? Gegen Flöhe und Wanzen? Nee. Flöhe, nein. Warzen, nein. Ja, super. Retterschnaps, Brennnessel und Tollkirsche, Schlaftrunk, Einbeere, Distel und Mohnblume, Öl. Bereite Öl und eine Handvoll Mohnblumen. Flugsalbe. Ach, ich kann nur die. Okay, dann brauche ich jetzt Mohnblume, Distel und Einbeere. Gut.
So, jetzt lasst mal gucken. Ich habe einen Punkt in Stärke. Super. Huckepack. Was ist Huckepack? Nö. Okay. Okay. Ich kann 20 Pfund mehr tragen. Es besteht eine Schätze. Okay. Ah, ich nehme das mal. So, was haben wir noch? Hauptstufe, Asket. Nee, das Leben ist hart. Nein. Luft des Mannes. Okay, nee. Auch in Dialogen einsetzen. Ah, Naturbursche. Akrobat. Nein. Du hast stets Diplomatie-Rohr Gewalt vorgezogen. Das macht sich bemerkbar. Du hältst einen Bonus. Ja, nee, das ist schade. Rohling, nein. Schönling. Ich nehme mal Erste Hilfe. Da mache ich jetzt nichts falsch damit. So. Super. Da mache ich jetzt echt nichts falsch damit. Da gibt es nichts. Kampf. Schwert. Super. Was haben wir denn? Zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Pariert der Gegner. Okay. Zuschlagen, zuschlagen, zustechen, zustechen. Ja. Das könnte, das kriege ich hin. Das will ich lernen. Wieso? Das will ich lernen. Ach. Gut. Fertigkeiten sind gestiegen, alle miteinander. Alchemie 1. Gut. Gehen wir mal in den Kräutergarten raus. Wo ist denn der? Ich glaube nicht, dass das der Kräutergarten ist. Ist der vorm Haus? Ist der hinterm Haus? Na, lass mal gucken, was für Quests wir jetzt alles haben. Unkraut. Brennnessel, Distel und Löwenzahn. Dann machen wir das doch. Brennnessel, Distel und Löwenzahn. Ja,
Ist doch schön, die Jäterei hier, ne? Machen wir doch, was tut man nicht alles für die Gelehrten? Wer nicht selber rausgeht zum Unkrautjäten, der lässt jäten. Haben ziemlich viel Löwenzahn hier in ihrem Kräutergarten. Du bist doch ein Distel. Distel. Okay, die pinken Blümchen, das sind Disteln. Minze. Nein. Minze mit rausgerissen. Ah, schi. Ja, das ist Action. Da glaubt man es nicht, liebe Leute. Aber meine Kräuterkunde geht immer schön hoch. Und darauf kommt es ja an. Jetzt haben wir Alchemie gelernt. Das ist Löwenzahn, ich wollte es doch gerade sagen. Der Typ da drüben wird sich auch immer denken, was macht denn der da? Lalala. Tja, sollte man das Handy mal vorher ausmachen. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Was haben wir hier? Beinwell. Ach, Beinwell.
ist noch ein Löwenzahn. Ja, aber jetzt habe ich doch alles abgeerntet, oder? Tja, ich sehe jetzt aber nichts mehr. Oder zählt das hier auch dazu? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was bist du, Löwenzahn? Im Gebüsch. Ja, meine Kräuter, das freut mich. Ganz ehrlich. Ich kann doch hier nicht den ganzen Garten abgrasen, oder? So war es ja nicht gedacht, oder? Was bist du? Wermut. Ich bin verwirrt. Ich glaube, wir gehen mal zum Nikodemus zurück. Es macht keinen Sinn hier gerade. Es macht wahrlich keinen Sinn. Geh halt weg. Mehr, der uns die Haare von... Alter Gosch. Ist erledigt. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Es könnte sein, dass ich ein paar andere Pflanzen erwischt habe. Wenn es nur ein paar sind, ist es nicht schlimm. Ich werde mich selbst überzeugen. Yay, ich habe Gärtnern erlernt. Yay. Gut, liebe Leute, das war's dann aber mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und sage Tschüss. Bis dann.